Stellen Sie sich vor, Sie sind im Jahr 1893, September vor 100 Jahren. Die Felder sind abgeerntet und wie ich rennen jede Menge Jungfrauen über die Stoppelfelder, barfuß. Denn wir alle suchen einen Mann und den bekommt nur, wer barfuß am schnellsten über die Stoppelfelder juckt. Ganz anders 100 Jahre später. Freie Zone heute in Wendeburg. Alles war erlaubt. Freie Fahrt für freie Bürger, wenn auch nur auf dem frisch planierten Rübenacker. Jeder durfte und zwar mit allem, was Räder hatte. Der eine hatte etwas weniger, der andere dafür etwas mehr. Abgaswerte, Lärmbelästigung, der Tankunfall von Hockenheim. Diesen Wortschatz kennen wohl nur die Spielverderber. Und ist auch hier ein TÜV-Gutachter dabei, der guckt, ob die Autos alle tipptopp sind? Oder? Nein, die Autos werden nach unseren Sicherheitsvorschriften geprüft, bevor die auf den Ring kommen. Also, dass keine spitzen Kanten drin sind, dass kein Glas drin ist, dass alles so ist, wie wir das in der Ausschreibung festgelegt haben. Worauf kommst du dir an beim Stoppelfeldrennen? Schnell sein, umsichtig sein, Gas geben. Und Sprungschanze und Wasserloch, warum? Was ist der Sinn? Materialprüfung. Material- und Fahrerprüfung, ob sie wasserdicht sind.
Wann werdet ihr olympisch? Jahr 2000.